Was bedeutet das Wort Al-Ibada rein linguistisch in der Sprache der Araber? Was haben Sie unter diesen, radikalen verstanden? Ein Ba-Dal. Daraus kommt nämlich das Wort Ibada. Abdun, Abid, Ma'bud. All diese Begriffe haben immer das Ein, Ba und das Dal in sich. Das sind die Hauptradikale. Lexikografisch, linguistisch ist das Wort Al-Ibada. Es steht für das sich ergeben, unterwerfen, beugen, erkennen seiner Niedrigkeit und entsprechendes Handeln. Und wir sehen das zum Beispiel in zwei Anwendungsbeispiele bei den Arabern, die häufig in der klassischen Sprache vorkommen. Man sagt zum Beispiel, Tariqun, Tariq ist der Weg, Tariqun Mu'abbad. Auch hier hören wir wieder diese drei Buchstaben raus, ein Badal. Tariq Mu'abbad bedeutet, ein durch häufige Nutzung planierter und geebneter Weg. Also ein Weg, der war mal uneben, nur schwer zu begehen, schwer begehbar, wegen seiner Uneblichkeit. Und durch das viele Laufen darüber wurde er platt gemacht und geebnet. Das heißt, er wurde in einer gewissen Art und Weise, hat er sich ergeben gegenüber dem, der darüber läuft. Er ist nämlich, oder er wurde gebändigt sozusagen. Ein anderes Beispiel, das ist jetzt kein Lebewesen, aber ein Beispiel für Lebewesen. Sie sagen unter anderem Ibilun Mu'abbada oder Naqatun Mu'abbada. Ein Naqa ist das Kamel. Ba'irun Mu'abbad, ein unterjochtes Kamel. Ein Kamel, das unterjocht worden ist, das sich seinem Gebieter sozusagen oder dem Besitzer ergibt und ihm folgsam ist. Das ist die sprachliche Bedeutung. Sprachliche Bedeutungen werden übrigens deswegen erwähnt, weil sie meistens mit den Fachbedeutungen eine gewisse Ähnlichkeit haben. Ansonsten würde es keinen Sinn machen, die sprachlichen Bedeutungen zu erwähnen. Was bedeutet das Wort Al-Ibada in der Scharia? In der Scharia hat das zwei Anwendungen. Auf zweierlei Arten wird es verstanden. Einmal eine umfassende Definition. Warum sage ich umfassend? Weil da auch die unrechtmäßigen oder die rechtswidrigen Formen der Ibadah eintreten. Und einmal eine etwas eingeengte Form der Definition, die nur die schariatischen Ibadat beinhaltet. Also nur die, die Ibadat, die im, mit dem Recht der Scharia im Einklang stehen. Mit dem Recht des Islams im Einklang stehen. Diese Unterteilung ist wichtig. Erstmal zu der allgemeinen Definition. Die allgemeine Definition kommt zustande, wenn wir uns das Wort Ibadah als ein Infinitiv betrachten. Was ist es in diesem Fall? Also als eine Handlung des Menschen, unabhängig von der Religion. Es gibt Ibadat in der Nasraniya, es gibt Ibadat, also Riten in der buddhistischen Weltanschauung, es gibt Riten in der jüdischen Religion. Unabhängig von all diesen Betrachtungen, die Ibadah als eine menschliche Handlung, als ein menschliches Tun. Was ist das? Die Ibadah in diesem Sinne ist etwas, das ist die Zusammenkunft von drei Dingen. Und wenn man sich diese drei Dinge betrachtet, sieht man im ersten, also schon nach der ersten Betrachtung, dass es sich hierbei um Gesinnungen oder Bewegungen im Herzen des Menschen handelt. Etwas, was in ihm innerlich stattfindet. Und das dann äußerliche Auswirkungen hat. Aber im Grunde genommen ist die Ibadah etwas, was im Menschen, also in seinem Inneren vorgeht. Es sind, ich sag mal, spirituelle Einstellungen oder spirituelle Vorgänge im Menschen. Drei Dinge. Die vollständige, erschöpfende Liebe, Nummer eins, das ist Kern der Ibadah. Zweitens, Demut
vollständige, erschöpfende Demut und drittens Verehrung. Wenn diese drei Dinge zusammenkommen im Menschen und daraus dann eine Handlung folgt, ja, dann ist es eine, ist diese Handlung eine Ibadah. Unabhängig davon, jetzt kommt der Unterschied zur Definition 2, unabhängig davon, ob diese Ibadah eine Handlung ist, die mit der Scharia im Einklang steht oder nicht. Das ist nämlich erst Teil der zweiten Definition. Damit man aber diesen Unterschied versteht, oder kommen wir erst zur schariatischen Definition. Wenn wir verstanden haben, dass diese drei Dinge elementare Bestandteile der Ibadah sind, dann sollte man daraus auch rückschließen, dass wenn eine dieser drei Dinge fehlt, oder alle drei fehlen, keine Ibadah zustande kommen kann. Liebe ohne Demut, ohne das sich ergeben, ist keine Ibadah. Ja, jemand liebt seine Frau, er liebt seine Kinder, er liebt seine Freunde, er liebt sein Geld, sein Hab und Gut. Hat er es angebetet? Ja. Jemand ist einer anderen Person, ein Despot beispielsweise, ergeben. Er ist ihm unterwürfig. Aber er hasst ihn. Und er ist für ihn auch nichts Herrliches. Er ist in seinem Herzen ein niedriges Wesen. Denn angebetet dadurch. Er hat ihn dadurch nicht angebetet. Das heißt, diese drei Dinge müssen zusammenkommen. Erst dann handelt es sich um die Ibadah. Das hat aber nichts mit der Thematik zu tun, die auch in einem anderen Bereich erwähnt wird, dass der Mensch Allah Ta'ala neben der Liebe auch mit Furcht und Hoffnung anbeten soll. Das sind andere Sachen. Jedenfalls die Scharia, die Ibadah in der Scharia, im Recht der Scharia, sie sagen, sie ist ein Kollektivbegriff, Ismun Jami' für alles, was Allah Ta'ala liebt oder das, womit er zufrieden ist, also Handlungen, an denen er gefallen hat, an Aussagen und körperlichen Taten. Aussagen und körperliche Taten. Man kann das ganz einfach ausdrücken. Dieser lange Satz, den kann man ganz einfach ausdrücken. Die Ibadah in der Scharia ist alles, was Allah Ta'ala anbefohlen hat. Alles, was er anbefohlen hat, im Sinne der Pflicht oder im Sinne des Al-Istihbab. Das also, wie sagt man Istihbab auf Deutsch? Im Sinne der empfohlenen Handlung. Ganz einfach so, kann man kurz fassen. Was verstehen wir daraus? Alles, was er nicht anbefohlen hat, ist keine Ibadah. Das heißt, Annäherungsversuche durch Wege, die er nicht beschrieben hat, oder weil wenn wir sagen, alles, was ihm lieb ist und wohin er gefallen hat, das heißt, er hat uns das mitgeteilt, oder? Du kannst ja nicht erträumen, dass ihm das hier gefällt oder diese Handlung, die Art und Weise der Anbetung gefällt oder nicht. Also deswegen, einige Gelehrten sagen einfach, Al-Ibadah ma amara bihi al-Shari'a. Min ghayri ittiradin urfi wa laqtida'in aqli. Diese letzten zwei Sätze in der Definition der Fuqaha, die Fuqaha definieren die Ibadah so, ist sehr wichtig. Die Ibadah ist all das, was der Scharia-Geber, Allah Ta'ala, anbefohlen hat. Min ghayri ittiradin urfi. Hier wird der Urf ausgeschlossen. Was heißt Urf? Das heißt, die Traditionen und Bräuche der Menschen. Das heißt, zwischen Ibadah und den Bräuchen der Menschen gibt es keine Verbindung. Es kann sein, dass etwas im Brauch der Menschen für sie eine Ibadah ist, in der Scharia keine Ibadah. Kann sein, in der Scharia ist etwas eine Ibadah, im Brauch der Menschen ist es keine Ibadah. Sie kannten das so nicht als Ibadah. Und ohne rationelle Schlussfolgerung. Das heißt, ob eine Handlung eine Ibadah ist, darauf kannst du nicht durch bloße rationelle Schlussfolgerungen kommen. Das geht nicht. Warum? Warum nicht? Weil wir eben gesagt haben, Ibadah heißt, das ist eine Handlung, die Allah Ta'ala lieb ist. Auf diese Art und Weise, zu dieser Zeit, auf diese Eigenschaft. Darauf kannst du nicht mit bloßen logischen Schlüssen kommen. Also zwischen Ibadah und logischen Schlüssen besteht auch kein Zusammenhang. Wenn du von deiner Logik her denkst, das muss eine Ibadah sein,
Und deswegen sagst du, ja, dass, deswegen ist es ein Ibadah, das ist ein methodischer Fehler. Wenn wir diese zwei verschiedenen Definitionen verstanden haben, dann sehen wir, dass diese zwei Definitionen teilweise zu verschiedenen Schlüssen führen können. Beispielsweise Allah Ta'ala sagt, وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً. Ihr Gebet, das Gebet der Araber, der Quraysh und so weiter, war beim Bayt, al-Bayt ist die Kaaba, nichts anderes als Pfeifen und Klatschen. Also sie haben, das war ihre Ibadah. Sie waren unbekleidet, haben Tawaf haben sie gemacht, dazu haben sie gepfeift und geklatscht. Eine Anbetung. Wenn wir die Definition Nummer 1 nehmen, ist es eine Anbetung. Es ist eine Anbetung. Wir haben gesagt, es ist etwas, was um ja, es beschreibt einen geistigen Zustand des Menschen. Aber wenn wir das schariatisch betrachten, ist es eine Anbetung? Wenn jemand Allah Ta'ala so anbeten wollte, wäre keine Anbetung. Sie befindet sich nämlich nicht im Rahmen der Befehle oder der Verbote. Das ist also eine sehr wichtige Unterscheidung. Wir können die Ibadat, wenn man die schariatischen Ibadat betrachtet, dann kann man sie nochmal eingliedern. Diese Eingliederung dient nur der Verdeutlichung, der Klarstellung, das überschaubarer zu machen, nicht mehr und nicht weniger. Man könnte das in mehrere Formen nochmal eingliedern. Zum Beispiel, wenn wir die Ibadah betrachten aus der Perspektive, wo sie stattfinden, dann können wir sagen, es gibt beispielsweise verbale, körperliche und abstrakte Ibadat. Verbal, ja, die Dinge, die man mit der Zunge ausspricht, wie das Aussprechen der Shahada, das Lesen des Koran und so weiter. Körperliche Handlung ist sehr offensichtlich, das Gebet ist teilweise eine körperliche Handlung. Abstrakte Ibadat sind solche, die weder durch den Körper geäußert werden, noch durch die Aussprache. Also Ibadat, die rein im Herzen stattfinden. Spirituelle Ibadat nennen wir das mal, oder geistige Ibadat, wie zum Beispiel die Mahabba, Al-Khawf, Al-Khashya, Al-Inaba, Al-Tawakkul, Al-Raja, das sind alles abstrakte Ibadat. Zweitens, wenn man die Ibadat betrachtet auf der Waagschale der Scharia, dann kann man sagen, es gibt legitime und illegitime Ibadat. Legitime Ibadat und illegitime Ibadat oder rechtmäßige Ibadat und solche, die nicht rechtmäßig sind. Rechtmäßige Ibadat, das sind halt alle die, die den Vorgaben, den Angaben der Scharia entsprechen. Und nicht rechtmäßige, das sind solche, die eben diesen nicht entsprechen oder gar keinen Ursprung haben. Gar keinen Ursprung in der Scharia haben. Nein. Wenn man die Ibadat betrachtet aus der Perspektive, an wen sie gerichtet werden, dann gibt es polytheistische Ibadat und sagen wir mal monotheistische Ibadat. Polytheistische Ibadat, das sind solche, die anderen als Allah Ta'ala gewidmet werden. Na, das so zu der Definition der Ibadah.